Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit unserem Let's Play Ultimate Team bzw. unserer Road to Glory. Ja, mein Ziel ist es ja, mich irgendwann mal bis in Liga 1 hochzuspielen in FIFA 16. Ja, das ist so mein übergeordnetes Ziel, sage ich mal. Mein primäres Ziel ist natürlich irgendwie so Spaß zu haben, viele Teams auszuprobieren. Ich würde sagen, schauen wir mal an die Mannschaft heute, die ich mir für heute vorbereitet habe. Ich habe nämlich ein neues Team gebaut. Ich habe die Teams aus der letzten Folge, habe ich alle soweit verkauft. Größtenteils zumindest. Und habe jetzt ein komplett neues Team gebaut. Und da wollen wir mal kurz reinschauen. Ja, beginnen wir doch einfach mal mit dem Keeper, würde ich sagen. Da habe ich den guten Kevin Trapp geholt von PSG. Ja, mal gucken, wie der sich so schlagen wird. Dann gehen wir in die Innenverteidigung. Da haben wir auf der einen Innenverteidigerposition ebenfalls von PSG den guten Marquinhos. Auf der anderen Innenverteidigerposition den guten Loic Perrin. Ja, von, ich weiß gar nicht, wo der spielt. Sieht man das hier irgendwo? Saint-Étienne, okay. Ja, gehen wir hier auf die eine Rechtsverteidigerposition. Da habe ich den Serge Aurier, ebenfalls vom PSG geholt. Ja, Linksverteidigerposition, den guten Kurzawa. Ist, glaube ich, relativ talentierter Spieler. Ja, noch relativ jung, will ich mal sagen. Ebenfalls vom PSG geholt. Dann haben wir auf den zwei ZDM-Positionen, auf der einen ZDM-Position den Maxime Gonalons von Olympique Lyon. Ja, denke ich relativ, also defensiv relativ stark, will ich mal meinen. Ist auch, soll auch mein Abräumer da so ein bisschen darstellen auf der Position. Haben wir auf der anderen ZDM-Position spiele ich einen zentralen Mittelfeldspieler, den guten Ferrati von PSG, ein Italiener, hoch Arbeitsraten. Das soll so ein bisschen mein Motor da sein im Mittelfeld. Und das Spiel von hinten heraus so ein bisschen aufbauen. Dazu noch ganz gute Defensivwerte mit 78 auf jeden Fall gut dabei. Da kommen wir zu den entscheidenden und Schlüsselpositionen. Hier habe ich einmal im zentralen ZOM, das ist ebenfalls so ein kleiner Spielmacher, denke ich, in der Formation. Da habe ich den guten Moutinho, Portugiese von AS Monaco, wenn ich mich nicht täusche. Schauen wir mal kurz nach, genau, AS Monaco. Dann auf den beiden äußeren ZOM-Positionen, die für mich immer so ein bisschen, ja, eigentlich sind es für mich Flügelspieler. Also ich spiele da ganz gerne Spieler, die so ein bisschen zumindest die Stats haben von Flügelspielern. Da haben wir hier einmal den guten Buffal, den ich da ganz gerne spielen möchte. Da habe ich, der hat ein ganz gutes Tempo, ne, mit 86, das sieht man auf jeden Fall, auch richtig gutes Dribbling, 5 Sterne Skills. Ist für mich jetzt nicht so entscheidend, mir reichen grundsätzlich immer 4 Sterne Skills auf den Flügeln. Auf der anderen ZOM-Position, auf der rechten ZOM-Position, habe ich den guten Mathieu Falbuena, ja, ebenfalls von Olympique Lyon, auch 86er Tempo, 83er Dribbling, sieht ganz solide aus, hat auch einen guten Passwert, kann ganz gut mal, ja, vielleicht einen Ball vorlegen, 4 Sterne Skills, genauso wie es braucht, alles supi. So, kommen wir zur wahrscheinlich wichtigsten Position grundsätzlich, zum Stürmer, da habe ich mir den guten Lacazette geholt, der hat auch ganz gut was gekostet, 73.000, habe ich natürlich durch den Verkauf von Thomas Müller relativ easy gehabt, ist auch schon relativ stark gedroppt, glaube ich, ist jetzt, glaube ich, nur noch auf 60.000, habe den letzte Woche oder so geholt. Der sieht auf jeden Fall von den Werten her ziemlich stark aus, 85er Schuss, 88er Tempo, 85er Dribbling, sind so, denke ich, die Kernattribute für einen Stürmer. 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, ja, die Arbeitsraten sind super mit hoch, mittel, da kann man wirklich nicht viel zu sagen. Mal schauen, was hat er denn in anderen Vereinen so gerissen, 7 Tore aus 22 Spielen und 5 Torvorlagen. Natürlich immer die Frage, wer den so gespielt hat. Ja, der Gute kommt auch von Olympique Lyon. Kann man auch ganz gut als ZOM spielen, finde ich, so auf einer Flügelposition. Muss man mal gucken. So, das war dann erstmal das Team. Ich denke, das Team werde ich jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen länger behalten. Das soll dann sozusagen mein Fitness-Team werden für die Zukunft. Da werde ich wahrscheinlich dann auch noch die ein oder anderen Spieler dann auch noch so ein bisschen austauschen, ein bisschen verbessern hier die Innenverteidigung. Da kann man, denke ich, noch ordentlich was machen. Auch hier auf den äußeren Flügelpositionen, da bietet sich zum Beispiel Di Maria an, man könnte den Lacazette ein nach hinten ziehen, vorne Ibra rein. Da geht auf jeden Fall noch einiges nach vorne hier bei dem Team. So, nachdem ich euch das Team für die heutige Folge gezeigt habe, wollen wir doch einmal kurz in den aktuellen Ligastand reingucken. Ja, in der letzten Folge hatte ich das so gemacht, dass ich einfach nur die Tore gezeigt habe. Das will ich in Zukunft ein bisschen anders machen. In Zukunft werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Gameplay zeigen, immer so 2 Spiele pro Folge oder so. Müssen wir mal gucken, wie viel ich da hinkriege. Beziehungsweise, ja, wie viel ich da schaffe vom Aufnehmen her. Hier haben wir aktuell noch 7 Spiele verbleiben. Ja, 2 Siege, 1 Unentschieden. Wir bräuchten noch einen Sieg, um jetzt den Aufstieg schon mal klar zu machen in Liga 8. Ja, ich befinde mich aktuell in Liga 9 noch. Und ich würde sagen, legen wir rein, schauen wir mal, ob wir einen Gegner finden. So, da haben wir auch schon den ersten Gegner gefunden. Wollen wir doch mal gucken. Vorne hat er den guten Müller drin, links Draxler, in der Mitte Meier, rechts Kampel. Ja, in Verteidigung Ginter, Dante sieht auch ganz gut aus. Ja, sieht nach einem relativ starken Team aus. Wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht heute was reißen können. Schöner Ballgewinn von Balbuena. Jetzt einfach mal Lacazette geschickt. Lacazette ist da schon richtig gut durch.
Probier's doch einfach mal mit dem Schuss. Jawohl, der sitzt 1:0 in der dritten Minute durch Lacazette von Olympique Lyon. Der Junge geht auf jeden Fall mal schon mal richtig steil hier gleich am Anfang. Da schön den Dante ausgetrickst und dann, ja, gut abgeschlossen das Ding. Ja, gut gemacht. Ah, Draxler hier jetzt mit dem Dribbling. Da müssen wir mal dazwischen mit Perrin. Gut gemacht. Draxler versucht mich da so ein bisschen zu veräppeln. Und kurz haben wir, kann das Ding klären zur Ecke. Ah, oben startet doch einer. Komm, kommen wir da ran. Ah, sieht ganz gut aus. Der gute Buffal. Gucken, was wir mit dem machen können hier. Mal so ein bisschen Skill-Moves ausgepackt. Ja, vorbeigetrennt. Gibt keinen Elfmeter. Schade. Ah, Freistoß. Gute Position hier für Draxler. Jetzt müssen wir aufpassen. Stell mich hinten auf die Linie. Versucht den da irgendwie rauszukriegen. Klappt nicht. Schade. 1-1. Anschlusstreffer für den Gegner. Gemacht von Marquinhos. Und ein Moutinho. Und läuft Buffal mit. Jawohl. Sucht den Abschluss. Schade. Ah, schönes Doppelpassspiel jetzt hier nochmal. Den haben wir. Moutinho. Jetzt können wir Lacazette mal schicken. Oben läuft Valbuena mit. Oh, wird da zu Fall gebracht. Gibt Elfmeter. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den da im Tor unterbringen. Gibt auch noch die gelbe Karte hier. Ansonsten wären wir frei zum Abschluss gewesen für Matthias Ginter hier. Okay, er hampelt da so ein bisschen umher. Ich glaube, ich mache ihn einfach mal in die Mitte. Jawohl, klappt. Unter die Latte geknallt das Ding von Lacazette. Damit steht sie wieder 2-1, Leute. Richtig gut. So, Ecke gibt's. Ich versuche den mal reinzudrehen. Gucken, ob der gut kommt. Nee. Oh, da macht der Keeper den Fehler hier. Gibt Elfmeter. Da habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Aber da müssen wir uns nochmal angucken hier. Das war jetzt irgendwie ein bisschen kurios. Das Ganze nach der Ecke hier. Ja, die Ecke eigentlich schon geklärt gewesen. Da macht der Keeper da den Fehler beim Abschlag irgendwie. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier Dante. Der da, ja, Valbuena so ein bisschen den Schwitzkasten nimmt und dann umtritt. Nun gut, wollen wir mal schauen. Eben haben wir es unter die Latte gemacht. Jetzt müssen wir uns eine Ecke aussuchen, würde ich sagen. Ich nehme die rechte. Ja, kommt gut. 3-1. Lacazette mit dem dritten Treffer hier. Richtig gut. Ja, versucht jetzt hier über die Außen. Kommen wir nicht ganz hin mit Gonalons. Jetzt nochmal auf die Flügel zu Meier. Da kommen wir aber ran. Genau. Gut gemacht. Das Zusammenspiel hier zwischen den Jungs. Jetzt mit Lacazette mal ein bisschen Tempo aufgenommen. Nochmal quergelegt, wollte ich gerade sagen. Jetzt fast den nächsten Elfer gegeben. So, und da ist der Schlusspfiff. Na, wollen wir mal gucken hier. Lacazette mit einer 9,6. Hat ein richtig gutes Spiel gemacht. 3 Buden, glaube ich, müsste er gemacht haben. Genau, Lacazette geht auf jeden Fall mal richtig ab. Hier in der ersten Partie. Kurzer Blick auf die Statistik. 52% Ballbesitz. Ich denke, da sind wir ganz gut vorne. Unsere Passgenauigkeit mit 87% ist, denke ich, sehr solide. Im Vergleich zu seinen 78%. Ich denke, das hat so ein bisschen auch den Unterschied gemacht, warum wir da ja doch ein paar mehr... Naja, obwohl das Chancenverhältnis ist relativ gleich. Wir wandern natürlich 2 Elfmeter, darf man nicht vergessen. Und damit haben wir den Aufstieg sozusagen schon mal sicher. 3 Punkte brauchen wir noch, um den Titel in Liga 9 zu holen. Mal schauen, ob wir das schaffen mit dem Team. So, da haben wir auch schon Gegner für die zweite Partie gefunden. Relativ interessante Aufstellung. 3-4-1-2. Dreier Abwehrkette soll gar nicht so schlecht sein. Das ist relativ kompaktes Mittelfeld. 2 Stürmer vorne drin. Müssen wir mal gucken, ob wir das geknackt kriegen. Einzelspieler an sich sehen jetzt nicht ganz so stark aus, muss ich mal sagen. Müssen wir mal schauen. Oh ja, gut durchgesetzt hier vom Moutinho. Der da zu Fall gebracht wird. Und da gibt es auch den Freistoß für. Gute Situation eigentlich. Schauen wir mal, ob wir den da vielleicht rumkriegen. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen döller. Ah, ist zu doll. Ah, den macht er kurz und macht damit den Fehler. Schauen wir mal, ob wir den im Tor unterkriegen. Und der zählt, jawohl. Der zählt, jawohl. 1-0 hier, Leute. 1-0. Nach dem Abspielfehler hier, ja, hier sehen wir nochmal die Torlinientechnik. Das passt alles soweit. Gut gemacht von Kuzawa, schön abgefangen. Und dann Longs schickt da Ferrati. Ah, die... Ja, gibt Freistoß für. Wurde da ein bisschen zu hart angegangen. Mal gucken, ob das Ding vielleicht besser klappt. Tenio. Oh, der kam ganz gut. Dropney hat ihn.
Verratti. Umläuft Lacazette. Mal gucken, schauen, ob wir den angespielt kriegen. Jawohl. Und, ah, schade. Den hätte er machen können. Er hätte nochmal querlegen sollen. Er macht's wieder so. Lacazette. Den bringt er aufs Tor. Ah, Drobny hat ihn. Ecke gibt's. Ah, der kommt doch ganz gut. Jetzt können wir Lacazette mal da vorne schicken. Ziehen wir einfach mal ab und der sitzt. Jawohl, 2:0 durch Lacazette. Richtig gut. 36. Minute. Damit gehen wir hier sehr souverän in Führung. Oben ist ein bisschen Raum jetzt. Können wir nochmal nach unten legen. Oh je, jetzt da so ein bisschen durchgetanzt. Wird zu Fall gebracht. Gibt Elfmeter. Gibt Elfmeter. Ein bisschen zu hart eingestiegen gegen den kleinen Außenverteidiger hier. Das Ganze mal an. Ja, kann man so geben. Schön abgedrängt beim Laufen. Mal gucken, wo machen wir ihn hin? Er geht dann nach links. Ich glaube, dann nach rechts. Dann schießen wir ihn auch einfach mal nach rechts. Jawohl, passt. 3-0. 3-0 durch Lacazette in der ersten Halbzeit hier. Schöner Ball für Verratti. Ah, Moutinho kommt ran. Sucht den Abschluss. Ah, scheitert an Drobny. Schade. Schöner Ballgewinn von Moutinho jetzt mal. Machen wir es mal ein bisschen ruhiger. Buffal. Nochmal runtergelegt. Da war einmal zu viel. Schade. Und Alonso legt ab zu Buffal. Unten läuft Lacazette. Ah, ist ein bisschen zu weit. Ich weiß gar nicht, ob abseits. Den können wir vielleicht mal flanken. Oh, schade. Den hätte er gut machen können, der Moutinho. Ah, wieder der Fehler. Und diesmal machen wir es wieder nicht. Das gibt's doch nicht. Schöner Ballgewinn von Moutinho. Verratti, Valbuena startet da gut durch, sucht den Abschluss, kommt nicht ganz ran, schade. Ah, Gegner passt jetzt hier mal durch. Gucken, jetzt müssen wir eigentlich nur gut stehen. Oh, Elfmeter, ne? Ja, war klar. Aber ein bisschen zu spät, jetzt gibt es hier nochmal den Elfer. Mal gucken. Macht ihn in irgendeine Ecke, glaube ich. Ja, wollte einfach mal stehen bleiben. Damit steht es wieder 1-3, Gegner ist wieder dran. Schöner Ball auf Verratti. Oh, der war gut. Jetzt auf Lacazette. Der hat da viel Raum. Den nochmal quergelegt. Jetzt abgeschlossen. Oh, das gibt's doch nicht. Jetzt ist nochmal letzte Gelegenheit. Können wir da nochmal unten richtig schön hinspielen. Nochmal Lacazette. Nee, ist zu kurz. Da ist der Schlusspfiff. Da ist der Schlusspfiff. 1:3, Leute. Denke ich, war eine ganz ordentliche Partie. Gegner hat, glaube ich, zweimal einen Abschlussfehler gemacht oder des Öfteren sogar. Und ja, Lacazette hier wieder mit einer richtig guten Note, 9,7. Hat auch wieder alle drei Tore gemacht. Also der Junge geht auf jeden Fall richtig ab und lohnt sich, denke ich, meiner Meinung nach den zwei Spielen. Ich will mich da noch nicht so festlegen, müssen wir mal gucken, wie sich das weiter so entwickelt. Aber das Team an sich spielt sich erstmal relativ solide. Die Formation macht Spaß und vor allem Lacazette macht Spaß. Ja, und damit haben wir den Titel geholt. Hier gibt's noch mal die Münzen. 4,5K. Ja, sieht doch, denke ich, ganz gut aus. Kurz noch mal hier ein Blick in die Statistik von der Partie eben. Ich denke, das Spiel haben wir relativ gut dominiert. Wir sind natürlich auch noch in Liga 9. Ich denke, später wird das auf jeden Fall auch noch einiges schwerer werden. Ja, hier sieht man es jetzt noch mal. Den Titel geholt. Liga 9, Titel 5 verbleibende Spiele hätten wir noch gehabt. Vier Partien haben wir gewonnen. Ein Unentschieden. Ja, so kann man doch, denke ich, in Liga 9 starten oder beziehungsweise Liga 9 spielen. So, das soll es dann gewesen sein von der Folge. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dann. Ciao.